später ist genau die Beziehung zum Beispiel mit der Freundin gescheitert und dann habe ich zurückgedacht, da war so eine Situation, da war so eine, da war so eine, da war. Und überall hat dir dein Bauch signalisiert, ouch. Und du bist drüber hinweggegangen, sie meint es nicht so. Mhm. Also Bauchgefühle können super wertvolle Ratgeber sein. Herzlich willkommen auf der Psycho-Couch und auf diesen Barhockern, auf denen wir gerade sitzen. Da sitzt einmal Stefanie Stahl, Bestseller-Autorin. Warum sage ich das eigentlich immer? Ich glaube, das wissen die Leute, oder? Ja, okay, ich glaube, das ist angekommen. Gut, und ich? Meisterpsychologe und Riesen-Podcast-Business. Gut, ja. Wir reden heute über Bauchgefühl. Und ich höre es immer wieder, wenn man so eine schwere Entscheidung vor sich hat. Hör einfach auf dein Bauchgefühl. Was ist das Bauchgefühl überhaupt? Es ist eigentlich das Gefühl. Okay. Weil Gefühle, der Hauptwohnsitz von Gefühle ist ja so Brust, Bauchraum. Ne? Also da fühlen wir einfach die meisten Gefühle. Und, kinästhetisch gesprochen. Ne? Also ja. Das Gefühl, wo es dann auftritt, die Energie quasi, fühlen wir im Brust und Bauch. Genau, wir können ja Gefühle nicht fühlen, wenn wir sie nicht körperlich fühlen. Ja. Das Körperliche ist gut, Hals ist auch, vor allem bei Trauer spielt das oft eine wichtige Rolle, dass man hier wie so eine Klammer am Hals hat, das ist so, ne? Aber so der ganze Brust-Bauchraum ist eigentlich so der Sitz der Gefühle und im Grunde heißt es, hör auf dein Gefühl, ne? Also was sagt dir dein Gefühl? Und unsere Gefühle beraten uns oft sehr gut, wenn sie aus einem gesunden Anteil unserer Persönlichkeit kommen. Okay. Und woher wissen wir dann, ob dieses Gefühl, was entsteht, nicht durch alte, vielleicht negative Prägungen entsteht, sondern aus einem positiven Hier und Jetzt. Also ich mache sehr, sehr gute Erfahrungen damit, wenn ich meine Klienten bitte, das mal von außen zu betrachten. Das geht natürlich nur, wenn ich schon weiß, ich rede ja immer gerne vom Schattenkind, also wenn ich weiß, welche meiner Gefühle kommen eigentlich so aus alten Prägungen und haben gar nicht so viel mit dem Hier und Jetzt zu tun. Also eine typisch alte Prägung kann zum Beispiel sein, dass ich mich von meinen Eltern nicht immer so toll angenommen gefühlt habe, und deswegen so eine überwertige Angst habe vor Ablehnung oder eine überwertige Angst habe zu versagen. Ja. Ne? Und deswegen sagt mir natürlich meine Versagensangst und meine Ablehnungsangst immer, tu es nicht, mach das nicht, geh da nicht hin, kennst du das Date, halt nicht den Vortrag, mach es nicht, ne? Mach dich unsichtbar und so weiter. Ja, das ist dann auch ein Bauchgefühl, ne? Genau, Gefühle fühlen sich ja wahnsinnig echt an und vor allen Dingen Angst hat so eine Prio in unserem Gehirn, also so eine Priorität, also man kann sagen so, Angst ist da VIP unter den Emotionen. Und gerade Ängste, die sind so laut und oft auch so ganz körperlich spürbar, dass man sich ihnen gar nicht entziehen kann. So. Aber wenn ich dann mal ein bisschen von außen drauf gucke, und das gelingt den meisten sehr gut, spüre ich sofort, ist das jetzt eine Angst, die eigentlich aus einem alten Ding rauskommt, aus meinem Schattenkind, oder ist die Angst wirklich angemessen? Und wenn mein Kopf mir sagt, nein, die Angst ist völlig übertrieben und die ist jetzt nicht angemessen, dann wird mein Kopf recht haben. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich eigentlich öfter nach dem Kopf und dann gibt es Menschen, die entscheiden sich öfter nach dem Bauch. Ne? Woran liegt das? Ist das einfach eine Persönlichkeitsfrage? Oder? Auch die scheinbar rationalen Typen, die sich scheinbar nach dem Kopf entscheiden, haben letztlich auch ein Gefühl, was diese rationale Entscheidung gut heißt. Stimmt, ne? Am Ende entsteht ja immer ein Gefühl und auch wenn ich irgendwie alles überdenke und sage, okay, jetzt habe ich so strukturiert, erzeugt das ja ein Gefühl und nach diesem Gefühl entscheide ich. Ne? Genau, weil Menschen, die einen sehr schlechten Zugang zu ihren Gefühlen haben, und das sind ja gar nicht mal so wenige, die haben auch große Entscheidungsschwierigkeiten. Ist das Bauchgefühl als solches wichtig? Weil ich meine, die ganze Welt ist ja voller Entscheidungen. Ne? Das fängt an morgens Zähne putzen mit der Zahnbürste, mit der elektrischen oder mit der handbetriebenen, Kaffee oder Tee. Unser Tag ist ja mit 1000 Entscheidungen bestückt. Ne? Das Bauchgefühl können wir auch mit Intuition oft gleichsetzen. Und unser Verstand arbeitet sehr langsam. Und kann überhaupt nicht so schnell eine Situation zum Beispiel auswerten, bewusst. Ja, weil der Verstand arbeitet ja voll mit dem Bewusstsein und es ist immer sehr lahmarschig manchmal, wie der Verstand arbeitet. Und dieses Gefühl, also so eine gewisse Erfahrung, ja, weil das so auf Erfahrungshintergründen beruht, das geht viel, viel schneller. Und deswegen beraten uns unsere Bauchgefühle oft richtig, sofern sie, wie gesagt, aus einem gesunden Anteil einer Persönlichkeit kommen.
Ich habe da mal eine Situation erlebt, die fällt mir gerade dazu ein. Und zwar hatte ich mir eine Pizza nach Hause bestellt und lasse den Fahrer rein, der mir die Pizza bringt. Ich mache so die Tür auf, drehe mich um, um zu meinem Portemonnaie zu gehen. Und plötzlich sagt mir mein Bauchgefühl... Nicht umdrehen. Nee, sagt mir irgendwie, so eigentlich lieferst du dich dem ganz schön aus. Was wäre denn jetzt, ne, wenn der... Ne? Ich hatte so ein komisches Gefühl. Und das kam nur aus dem Gefühl. Ich habe den gar nicht richtig... Ich habe Hallo gesagt, drehe mich aber schon um, um ihn so. Ne? Mhm. Und dann macht er mir eine Szene, war stinkesauer auf mich, weil ich hatte vor der Haustür, was ich nicht wusste, ich war mir dessen nicht bewusst, einen Gebetsteppich, einen muslimischen. Und auf dem Gebetsteppich, den legt man nicht vor die Tür. Also so im Flur hatte ich den liegen. Achso, ich dachte gerade. Vor der Tür, nein, so im Flur. Mhm. Und das hat ihn als Muslim total gekränkt und beleidigt. Und dann war der richtig sauer auf mich. Und ich habe das dann schnell geklärt. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich wusste nicht, dass das ein Gebet ist. Und selbstverständlich räume ich den weg. Und selbstverständlich. Und dann war auch alles wieder gut. Du hast die Energie gespürt aber, ne? Ich habe anscheinend die Energie. Und da war mein Bauchgefühl, also das ist die Situation, die fährt mir zu mir. Und ich glaube, jeder Mensch hat so Situationen. Aha, einmal hat die auch ein tolles. Darf ich die Situation auch noch erzählen? Ja, raus damit. Die ist eigentlich mega, die Situation. Das ist schon lange, lange her. Ich dachte, ein Beziehungspartner, aber wahrscheinlich war es nur ein Lover, aber wie das ja oft bei Frauen ist, sie denken, das wäre irgendwie jetzt eine Beziehung. Und die Tischsituation, er wollte noch unbedingt, dass ich zu einer bestimmten Veranstaltung komme. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Mhm. Nein, komm, Stali, komm. Er saß hier, eine andere Frau, die ich auch kannte, saß hier und ich da. Also er saß zwischen uns. Und dann in der Mitte von uns beiden. Und ich kannte die auch, weil die hat auch bei ihm gearbeitet. Und beide Hände so auf dem Schenkel. Und dann spricht er mit der so und plötzlich Bauchgefühl, voll Eifersucht. Mhm. Und mein Kopf hat aber gesagt, nee, das kann nicht sein. Hat das komplett auch beiseite geschoben. Wie sich später herausstellte, mein Bauchgefühl hatte vollkommen recht. Mhm. Na, also wirklich, wo Bauchgefühle auch oft weggedrückt werden, sind bei konfliktscheuen Menschen. Mhm. Die spüren was, es fühlt sich einfach nicht gut an und sie denken, was hat der da gerade Komisches gesagt, schieben sofort beiseite, ach nee, wird es schon nicht so gemeint haben. Und wenn sie dann zu Hause sind und die Situation auswerten, denken sie, sag mal, das war ja doch ganz schön unverschämt. Ne? Ja. Also wo das Gefühl kurz so einen Schmerz signalisiert, das hatte ich früher auch öfter, obwohl ich jetzt nicht so super konfliktscheu oder super überangepasst war, aber als junge Frau hatte ich öfter die Situation, dass mein Gefühl sagte, ouch. Mhm. Und ich dachte, ach nee, die meint das nicht so, ne, irgendeine Freundin. Und später ist genau die Beziehung zum Beispiel mit der Freundin gescheitert. Und dann habe ich zurückgedacht, da war so eine Situation, da war so eine. Und überall hat dir dein Bauch signalisiert, ouch. Und du bist drüber hinweggegangen, sie meint es nicht so. Mhm. Also Bauchgefühle können super wertvolle Ratgeber sein. Wann sind denn Bauchgefühle nicht die richtigen Entscheidungshelfer? Ja, wie gesagt, wenn sie halt zu sehr aus dem Schattenkind kommen. Und bei so großen finanziellen Sachen sollte man das nicht vorher durchrechnen und sagen, hey, bam, 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 wo bin ich eigentlich richtig aufgehoben? So bei ganz analytischen Entscheidungen. Ja, es gibt ja auch Entscheidungen, die wirklich besser mit dem Sachverstand zu treffen sind. Zum Beispiel, welches Auto fahre ich, wie lege ich mein Geld an. Na, also es gibt viele Entscheidungen, da ist der Verstand sowieso viel mehr gefragt. Ja, obwohl gerade bei der Entscheidung über das Auto, ob das das richtige Fahrzeug ist, gibt es zig Studien, wo Leute später festgestellt haben, die Bauchentscheidung war die richtige. Also die Leute waren zufriedener mit dem Fahrzeug, was sie gewählt haben, selbst bei so Sachen wie Auto. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele finanzielle Entscheidungen und andere Entscheidungen, die so die Ratio brauchen. Ja gut, ich meine, beim Auto... Das ist Emotion, ne? Emotion, auch das Auto. Wie kann man denn vielleicht so ein bisschen besser sein Bauchgefühl trainieren, wenn man nicht so ein geiles Bauchgefühl hat, also wenn es nicht so ausgeprägt ist? Es ist eigentlich relativ einfach, zum einen besseren Zugang sowieso zu seinen Gefühlen herzustellen. Denn viele Menschen, die sich immer sehr anpassen und so, die fühlen sich gar nicht so gut. Also trainieren, sich selbst zu spüren, das kann man machen, indem man die eigenen Gefühle einfach mehr beachtet. Mhm, okay. Besonders Menschen, die sehr angepasst sind, die fallen oft in so eine Art Funktionsmodus. Mhm. Also wenn sie funktionieren, nur noch gucken. Und aus diesem Funktionsmodus auszusteigen und zu spüren, wie geht es mir eigentlich gerade, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Ja, also immer wieder auf die eigenen Gefühle, das Augenmerk richten, auch wenn man mal alleine ist.
auch mal Situationen aufsuchen, die Gefühle provozieren. Zum Beispiel mal wirklich einen traurigen Film gucken, um einfach auch mal die Gefühle so zuzulassen, die man vielleicht immer krampfhaft unterm Deckel hält. Also besserer Zugang zu den eigenen Gefühlen und ein gutes Selbstverständnis darüber, was ist mein Schattenkindgefühl und welches Gefühl kommt aus einem gesunden Bereich. Aus dem Sonnenkind-Bereich. Und die maximalen Sonnenkinder, die findet ihr von uns auf Instagram. Steffi ist bei Instagram, ich bin bei Instagram. Und da geben wir auch so alles bekannt, was wir so machen. Wenn wir zusammen was Neues machen oder auch einzeln. Und wenn wir auf Tour gehen sollten, all das findet ihr auf Instagram. Und den Rest auf stephaniestahl.de. Vielen Dank für eure Zeit.